Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Train Sim World. Schön, dass du wieder da bist. Immer noch 2020, ne? Noch kein Release. Ja, wir sind heute mal wieder in Wuppertal irgendwo unterwegs und fahren heute den RE1 nach Bochum. So sieht's aus. Wir setzen uns mal hin und werden das Ganze jetzt mal dementsprechend mal so ein bisschen die Türen öffnen. Nee, rechts bitte entriegeln. So, sind geöffnet. Dann wollen wir Wagenbeleuchtung natürlich anmachen. Wir brauchen Bremse, brauchen wir ein Spitzensignal normal, hell bitte. Und sonst hier passt das hier alles. Wir müssen jetzt hier nochmal kurz mal durchgucken. Zielzug RE1. Achso, zeigt bloß wieder das an. Okay. Das ist immer unterschiedlich hier. So, schauen wir mal. Es gibt kein Bochum. Wo geht's denn eigentlich hin? Von Duisburg nach Bochum, Hauptbahnhof. Ja, kann ich jetzt irgendwas schildern, weil ich nicht weiß, was ich hier schildern soll. Da ich wirklich... Komm, machen wir Frankfurt am Main. Ja, los, komm. Passt schon. Ich von sowas leider so überhaupt keine Ahnung habe, ja. Müsst ihr mir es bitte verzeihen, dass ich hier vielleicht die Sachen immer falsch schildere. Das sollte eigentlich alles sein. Luftkompressor, Traktion. Das sollte eigentlich alles passen hier. So, können wir die Fahrgasttüren schließen. Okay, sind schon mal... Warte mal. Ist die Tür manuell? Ja, ich muss sie... So, na dann. Abmarsch. Oh. Was habe ich jetzt gemacht? Achso, vielleicht noch einen Richtungswender vorwärts legen. Das wäre natürlich noch sinnvoll. So, jetzt geht's los. So, das können wir uns schon mal wieder befreien hier. So. Nächster Halt, Mülheim an der Ruhr. Mit 90 geht's weiter. Muss ich bestätigen? Ich bestätige einfach, bevor wir jetzt gleich wieder Zwangsbremsung kriegen. War wahrscheinlich überflüssig. Aber naja, ihr wisst ja manchmal, wie es ist halt. Siefer bestätigen. Oh, das ist duster hier. Ja, das ist ziemlich bewölkt. Wir warten auf den Regen hier. Voll leise, oder? Na, ja, wollte schon sagen. So ist perfekt. So die Beleuchtung. Dann sehe ich dann auch immer, was in Gelb und Grün ist. Ja, also, wenn ich jetzt immer bedeckt fahre, dann wisst ihr warum. Ich erkenne es einfach besser, als wie wenn die Sonne da noch zusätzlich raufknallt. Siefer. Wie leise das ist. Ja, ein bisschen Ton im Spiel hier. Also hier sind extrem gute Fenster drin, ja. Ja.
Schön mit 160 lang rauschen. Ja, 150 sind wir ja, nicht 160. 150. Und 20 galt jetzt nicht mehr, oder? Na, wenn, dann wäre jetzt eh schon Zwangsbremsung. Danke. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich übernehme über USB auf. Oh, nimm mal mit OBS auf. Und da hat mich jetzt wohl gerade jemand gefollowed. So, Siefer. Aber wir haben auch schon unseren Haltebahnhof. Jetzt war sowieso schon ein bisschen bremsen. Ups, echt gut, ja. Sechsundvierzig, oh, also pünktlich. So, die Tür nach links entriegeln, Tür auf. So. So, ganz schön windig draußen, guck mal. So, seht ihr das? Ja. Die Bäume sich bewegen, cool. Raus, 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 raus. Wir warten nur noch, bis das Gewitter hier losgeht. Bis 47 warten. So, keine eingeklemmt. Perfekt. Das ist morgens, ja. Du stehst schon mit so einer Stimmung auf hier. Das ist ja voll grausam, ja. Da würdest du am liebsten einfach den ganzen Tag da im Bett liegen bleiben, ja. So, nächste Halt, Essen Hauptbahnhof. Und dann verlängere ich mit Fullspeed. Schön 160.
Ja. Und da heizen wir davon mit dem Dostos. Uiuiui, 6:55 Uhr sollen wir da sein. Also, um einfach mal das nochmals zu sagen, ja, was ich halt schon jedes Mal sage, für mich ist Transom World der beste Zugsimulator. Wie gesagt, das ist halt echt Geschmackssache. Da, wie gesagt, Content wird jetzt nachgereicht. Schön finde ich halt auch, dass die halt den Support halt jetzt nehmen, dass man halt die Strecken, die man bereits schon in Transom World 1 und Transom World 2020 gekauft hat, auch in Transom World 2 übernehmen kann. Was ist jetzt los? Zwangsbremsung? Yippie, da ist die nächste. Ey, was ist denn das? Zu schwach gebremst, wa? Unter 500, ja, ich war unter 500. Und da musst du da irgendwie prozentual musst du eine bestimmte Summe da, naja. Egal. Irgendwann werden wir es schaffen, dass wir einmal ohne Zwangsbremse durchkommen. Aber zeigt halt immer wieder, ich fahre mit PZB. Ja, also ich bin hier, versteht mal. Ist das ärgerlich. Wollte jetzt mal so locker flockig abbremsen, ja, ohne Wenn und Aber. Und dann klappt das wieder nicht. Jetzt muss ich auch noch aufpassen, jetzt habe ich ja wieder... Obwohl, doch, jetzt dürfte ich doch, oder? Hier ist doch... So, direkt vorm Signal ist stehen geblieben. Brauchen wir nicht erst mit 45 los rumdümpeln. Oh, es hat alles so schön geklappt hier, ja, wirklich. Nein, das soll alles wieder nicht sein. Aber ich finde auch, ich habe ich mich letztens mit schon Phasis ein bisschen gefetzt. Er ist ja nun, das war jetzt im 24-Stunden-Livestream. Ich finde das Reglement bei der Deutschen Bahn irgendwie total irreführend, viel zu kompliziert. Das bedarf auf jeden Fall mal eine neue Überarbeitung.
dieses ganze System mit der PZB und hast nicht gesehen. Ich meine, Züge fahren doch heute mittlerweile automatisch. Warum denn noch diesen Quatsch mit den 20.000 Bestätigungen und hast du es nicht gesehen? Oh. Wenn doch Not am Mann ist, dann wird doch das System schon irgendwie eingreifen können. Ja? Aber das könnte man sich jetzt wahrscheinlich wieder zu Tode rausholen, ja, um das Ganze jetzt wieder komplett auseinanderzunehmen oder sowas. Das fängt schon alleine mit den Signalen an. Ja, beim Auto gibt es Rot, Gelb, Grün. Ne? Warum muss es denn hier bei der Deutschen Bahn 20 mal Gelb geben und 50 mal Rot in das alles in verschiedenen Anordnungen, Sortierungen? Ja, das ist dann. Verstehe ich nicht. Straßenbahn hat sowas auch nicht. Klar, bei Straßenbahn ist es halt Fahren auf Sicht und alles sowas. Ja, verstehe ich. Hier hast du ja nun mal ein bisschen größere Abstände von Signal zu Signal. Aber es würde doch auch, hier würde es doch locker reichen, wenn du Rot-Gelb-Grün hast oder sowas. Ne? Nein. Dann müssen denn auf einmal an so einem Signal stehen denn da auf einmal, sieht man das jetzt hier? Ja, warte mal, ja, hier haben wir ja zum Beispiel sowas schon. Ich meine, klar, die Bahner. Oh, jetzt komme ich hier nicht raus oder was. Die Bahner, weißt du, die verstehen dieses ganze System, ja, und hast nicht gesehen. Aber, du hast da oben ein Signal, was ich jetzt hier leider. Warte mal, sehe ich das so? Ja, genau, guck mal hier. Dreimal grün. Warum denn bitte dreimal grün? Das hätte auch einmal grün gereicht, oder nicht? So, und wenn denn da, dann hast du vielleicht, wenn du Pech hast, ja, leuchten da unten die Grünen, dann hast du oben das Grüne oder rechts da sind auch nochmal zwei Gelbe. So, jetzt fummel dich da mal durch. Also das finde ich, entweder ist was Gelb oder es ist was Grün, aber es kann nicht beides sein. Ja, Pustekuchen, kann's doch. Zwar bei der Deutschen Bahn. Klar wird das alles irgendwo eine Bedeutung haben, ja? Keine Frage. Ich bin, wie gesagt, jetzt nicht so tief mit der ganzen Materie halt mit vertraut, ja? Dass ich jetzt hier jedes Signal einzeln auswendig kenne und ich wüsste jetzt, welche Anordnung hier und da. Aber ich bin der Meinung halt, dass es halt anders ginge, leichter ginge halt, ne? Damit man dieses System dann auch als Laie versteht. Ist kein Wunder, warum die alle Abitur brauchen, damit die diese Signale alle verstehen hier, ja. Naja. Jetzt kommt es natürlich bestimmt wieder dicke. Jetzt habe ich bestimmt wieder ein Thema hier angestoßen, wo Gott und die Welt wieder nicht weiß, ah, bist du denn des Wahnsinns? Wahrscheinlich. Wie gesagt, das halt mit der Zwangsbremse, dass wenn halt die Siefer nicht besteht, ist okay, das ist total legitim, ja, halt um halt schwere Unfälle zu vermeiden, dass du dann halt da alle paar Sekunden diesen Button da, push the Button drücken musst und so, ja, aber das ganze System mit den Signalen und der PZB, das ist, ich meine, das ist ja auch wohl scheinbar ja auch nur in Deutschland so oder sowas, ja. Ich meine, in England, wenn du da unterwegs bist, da haben die doch auch nicht so ein System oder fahren die Züge. Warum hier? Also, es ist. Joa, weiß der Geier. Ich meine, in Amerika, da hast du es ja auch. Da hast du dann auch manchmal so gefühlt einfach, wenn du gerade den Atella Express da fährst oder sowas, haben sie die Signale ja auch so nebeneinander, so oben hängt. Und dann auch manchmal, ja, also hängen da auf einmal so diese Ampeln mit 20.000 Lichtern. Ja, pff, warum? So, nächster Halt ist Wattenscheid.
wie gesagt, also nicht, dass jetzt hier irgendwann denkt, das ist Schwachsinn, dieses System. Ich bin halt nur der Meinung, es geht einfacher. Ja, also gerade mit den Signalen halt. Wie gesagt, PTB, ja gut, okay, eigentlich verständlich, wenn man weiß, dann halt, wenn was ist, halt musst du halt Wasser drücken und hier und so, das ist auch okay. Aber bei den Signalen halt, da ist bei mir, ist das Verständnis auf jeden Fall zu ändern. Weil, wie gesagt, ich selbst Autofahrer, ja, Autofahrer ist immer ein bisschen was anderes. Aber das mit den Signalen halt, wie gesagt, das verstehe ich jetzt hier, ja, dass die Signale so in Abständen kommen und alles sowas, ja. Wenn du zum Beispiel eine Weiche fährst und alles, was, das ist kein Problem, das verstehe ich alles halt. Aber wenn da auf einmal hier so 20, hier zum Beispiel, leuchtet eine weiße und eine grüne. Grün. Muss doch nicht sein, dass da eine weiße Lampe leuchtet, oder? Und wenn was ist, irgendwas, ja, dann gibt es ja hier noch das Stellwerk, was dich hier anfunken kann. Ja? Also es arbeiten ja noch Menschen. Und wie gesagt, wenn ich der Meinung bin, dass Züge halt schon automatisch fahren können, ja, dann gibt es doch sowieso keine PTB oder SIFA mehr, weil das soll dann alles gesteuert ist. So. Ihr wisst, worauf ich hinaus will halt, ne? So, mal lieber nicht zu spät bremsen. Haben wir schon. Ja. Oh. Hab da nicht gesehen. Ist da überhaupt noch einer drin? Ja, ja. Da war ich jetzt gerade ein bisschen überrascht gewesen. Ich habe halt jetzt nur auf diesen Tachometer geguckt. Naja. Nobody is perfect. Das werde ich bestimmt noch ein paar Mal sagen. Was ist das da? Notlicht, aha. Das Notlicht. Uiuiui. Aber guck mal. Gut. Ich bin nicht der Einzige. Der steht hier auch nicht komplett drin. Also von daher ist alles in Ordnung. Alles legitim hier. Ja, den hab ich schon reingemacht, den zweiten Feuerlöcher. Aber guck mal, der hat ja auch Platz bis nach vorne hier. Nicht einsteigen. Also er schildert hier zum Beispiel auch nicht, ja. Aber auch das, was ich ja in Transit World, ne, da funktionieren ja wohl die ganzen Anzeigen hier oben, ne? So wie man es auf Bildern gesehen hat. Hofft natürlich, dass es nicht nur Texturen sind, aber hier gab es zum Beispiel ein GIF, wo das dann halt wirklich so zeilenmäßig dann immer so abgelaufen ist. Also das hat man dann zum Beispiel auch schon gesehen. Naja, auf jeden Fall wird auf jeden Fall sehr interessant, Trains of World. So, komm, reicht jetzt. Ding, dong, dong. Huch, wir rollen ja schon.
So, nächstes Halt ist Bochum Hauptbahnhof. Unser Endbahnhof. Tja, ja, Zwangsbremsung wieder. Ach, Menno. Weißt du, so eine Sache, die sonst eigentlich nie passiert, weißt du, die passiert dann in der Aufnahme. Ich wollte halt wirklich locker, flockig bremsen. Und es nimmt mir dann immer so ein bisschen dann so wieder die Motivation dann raus, dann irgendwie noch eine neue Strecke zu fahren. Ja, hat die Klappe. Wenn ich rede, hast du gut, den Mund zu halten. Immer die Motivation dann weiterzumachen dann. Weil wenn so im Offscreen, weißt du, fährst du und fährst, es passiert nichts. Du nimmst auf, zack, vorbei. Das ärgert mich dann mal richtig. Denn, ja. Ja, wie gesagt, sonst hätte ich jetzt die Folge wieder neu gestartet und dann wäre wieder irgendwo was anderes passiert oder was weiß der Geier, denn ist mir egal. Ich gehe sogar noch so weit, dass ich mir irgendwo so eine Datei hier reinpacke hier, dass da dann immer jetzt die Zwangsbremsung zählt in einem Let's Play oder sowas. So ein Counter oder sowas, weißt du? Aber es wird auch wahrscheinlich alles nur Gewöhnungssache sein, ja. Je öfter du das machst, ich muss dazu sagen, dass ich jetzt ja letzte Zeit ja doch relativ wenig Train-Simulator gemacht habe, also sprich, und bei mir sitzt das Ganze mit diesem PZB und Krams nicht so tief wie bei vielen anderen wahrscheinlich, die wahrscheinlich jeden Tag Train-Simulator spielen, ja. Das ist halt bei mir echt nur mal so zeitweise, da hast du mal wirklich richtig Bock drauf und dann gibt es mal wieder so die Zeit, da hast du dann keine Bock drauf. Ja, und das ist genau dann die Zeit, wo du dann dieses ganze Prinzip, ja, was du dir aufgebaut hast, wieder komplett verlernst halt. Bremsen. Das war zwar auf der linken Seite, ist mir egal. Ist schon wieder hier eine Zwangsbremsung hier. Ich hab Bock drauf. Oh, das ist dein Ernst? Was habe ich denn jetzt schon wieder nicht bestätigt? Genau, ein. Ey, ja, du kommst auch nicht mal mehr hin, weißt du? Ich will da jetzt hin. Du kannst aber im Trennsatz auch weiter zurückfliegen. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier mal. Es war weder gelbes Signal hier, noch war hier irgendwo, wo hier angekündigt wurde, dass jetzt hier was bestätigt werden musste. Das ist auf dem anderen Gleis. Das habe ich bestätigt. Das weiß ich hundertprozentig, dass ich das bestätigt habe. Aber das wäre notfalls ja auch nicht meins gewesen, oder? Nee. Also hier hinten kann ich bei den Zwangsbremsen. So, genau. Das habe ich bestätigt. Habe ich ja noch großkotzig. Also hier, genau. Das habe ich bestätigt. Habe ich ja hier gerade noch großkotzig gesagt. Ich habe das bestätigt auch einfach. So. Und dann bin ich natürlich schon sofort auf die Eisen gegangen. Bei dem Signal hier oben ist der Bremsweg zu kurz, um dass wir da jetzt stehen mit der Zwangsbremsung. Also, keine Ahnung. Der absoluter Quatsch. Ich hasse es, ich hasse es.
Also ich stelle mich gerade bei diesem Quatsch richtig blöde an. Wirklich richtig blöde. Aber das ist einfach so, das ist eine Veranlagung von mir. Das, was ich nicht verstehe, das interessiert mich halt überhaupt nicht. Ja? Und dann kann man mir das wahrscheinlich noch 20.000 Mal erklären. Es wäre mir egal, weil dass dieses ganze System für mich einfach keinen Sinn ergibt halt. Wie jetzt gerade, wie wir uns jetzt drüber unterhalten hatten gerade. Es ergibt für mich keinen Sinn, warum das so ist. Und solange mir das keiner erklären kann, warum das genau so gemacht wird, werde ich es wahrscheinlich nie raffen. Und wie gesagt, auch diese komischen Wikipedia-Einträge, die kannst du auch echt knicken. Die helfen mir da auch nicht weiter. Naja. Ist wurscht. Ärgert mich nur, dass, ja. Im Offscreen halt so ein Quatsch hier nicht passiert, sondern immer nur in den Aufnahmen. Das soll halt einfach nicht sein. Dass ich hier irgendwie rüberkomme, als ob ich ein bisschen, nicht viel, ein bisschen fahren kann. Aber naja. Leute, es tut mir leid, dass wir jetzt in dieser Folge sogar zwei Zwangsbremsungen hatten. Aber naja. Ich bin halt euer Bio. Ihr kennt es ja wahrscheinlich sowieso nicht anders. Oder erwartet ihr irgendwas anderes? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Es wäre mal überraschend, wenn ich mal keine Zwangsbremsung kriege. Denn gibt es Grund zum Jodeln. Ne? Aber sonst, ja. Eigentlich gewohnter Content hier auf ÖPNV-Simulation. Mit mir, dem Bio. Bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart. Und ja, vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Fahrt wieder. Und eventuell schaffen wir es ja dann diesmal ohne Zwangsbremsung. Man weiß ja nicht, ne? Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.